So, da bin ich wieder, euer Bioschmied mit Satisfactory. Wir hatten ja im letzten Video hier das Problem, dass wir das nicht mehr ganz geschafft haben von der Zeit her. Deswegen machen wir das jetzt weiter. Hier ist alles soweit vorbereitet. Ich habe jetzt den zweiten Manufaktor hier gebaut und jetzt wollen wir das komplettieren. Also hier sollen ja dann die Rotoren drin gebaut werden. Das hatte ich auch noch nicht eingestellt. Deswegen gehen da jetzt schon mal Eisenstangen rein, wie ihr seht. Soweit, bis es dann voll ist. Bis 100 sind die Stacks. Also geht es auch nur bis 100 voll. So, jetzt brauchen wir noch die Schrauben und das werde ich jetzt hier mit komplettieren. Ich hatte da jetzt ein kleines Problem gesehen, deswegen habe ich das jetzt mal soweit vorbereitet. Also ich kann jetzt hier einen Förderband setzen. Dann sollte das auch soweit funktionieren. Und hier setze ich dann einfach das. Das ist jetzt nicht genügend Freiraum. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich dieses Ding hier nochmal entferne. Und dann vielleicht einfach direkt nicht genügend Freiraum. Warum das denn nicht? Ah ja, okay. Dann verstehe ich schon warum. Dann machen wir das mal anders. Dann probieren wir das mal so. Und dann müsste das eigentlich rein theoretisch funktionieren. Ja, es funktioniert. So, dann wird er jetzt Rotoren herstellen. Und dann braucht man noch ein Kraftwerk. Vielleicht ist aber bei dem Kraftwerk hier noch 15 Megawatt frei. Das könnte natürlich auch sein. Zurzeit wird das so gut wie gar nicht benutzt. Dann können wir nämlich hier noch einen Manufaktor hintersetzen, der uns dann das gewünschte Produkt herstellt. Wir machen das mal so. Das ist jetzt auch erstmal nur vorübergehend so. Und dann können wir den hier einstellen auf intelligente Beschichtung. Da gehen dann die richtigen Materialien rein. Er hat noch keinen Dampf, das ist klar. Deswegen holen wir uns jetzt hier irgendwo nochmal Strom. Leider noch keinen Atomstrom. Nein, den wollte ich haben. Genau, jetzt meckert darum, weil da hinten irgendwas fehlt. Gehen hier nochmal ran und speisen den hier mit ein. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Genau, und die Produktion ist am Laufen. So. Dann müssen wir natürlich jetzt nur noch die Zeit abwarten. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf Schneckenjagd und für die ganze Folge. Und dazu machen wir mal unser Inventar leer. So gut es denn geht. Also die ganzen Schrauben brauche ich jetzt auch nicht. Das kann erstmal raus. Das kann raus. Das werden wir dann wahrscheinlich auch unterwegs noch finden. Genau, die Dinger brauche ich eigentlich auch nicht. Ein bisschen Fundamente wären nicht schlecht. Könnte man nämlich, also Beton, ich sage mal Fundamente. Den können wir da noch reinjagen. Den können wir da noch reinjagen. Perfekt. Also, hier können wir auf jeden Fall das reintun und das reintun. Dann hat er ein bisschen Vorrat. Hier können wir das. Ne, das ist natürlich auch voll. Das können wir mit reinjagen. Hier können wir das natürlich auch nicht mit reinjagen. Das ist natürlich toll. Aber hier können wir es mit reinjagen. Genau so. Dann haben wir das Inventar schon fast leer. Dann füllen wir nochmal alle Kraftwerke auf. Auf Max. Was hat denn Max damit zu tun? Um den anderen Kram kümmern wir uns jetzt nicht mehr. Also Forschung und so, das muss jetzt erstmal aussitzen. Genau. Hier ist noch was. Ne, das ist auch da oben. Das. Und die Eisenplatten. Da ist jetzt auch kein Platz mehr drin. Dann
muss das eben mit. Kabel braucht man nicht. Das kann alles in die Kiste. Das auf jeden Fall auch. Das und das. Und das kommt auch in die Kiste. Jetzt füllen wir schnell die Kraftwerke auf. Das war jetzt nicht so viel. Die beiden hier noch. So. Das noch. Das läuft natürlich auf Max hier, ne? Und das da hinten, die beiden da hinten noch. Das da hinten, die beiden da hinten noch. Das noch. Und das noch. So, das müsste es gewesen sein. Eigentlich können wir diesen Klumpatsch hier auch abreißen, aber wir werden wahrscheinlich mit viel Biomasse zurückkommen. Und ich habe auch schon eine Idee, was wir mit der restlichen überschüssigen Biomasse machen, wenn wir dann das nächste Kraftwerk kriegen. Dann holen wir uns jetzt eben nochmal Beton. Ah ja, da ist auch genügend dabei. Wir nehmen alles mit. Zur Not können wir immer noch was wegschmeißen. Und dann laufen wir mal los, ne? Wir haben gar keinen. Wir brauchen ein bisschen Brennstoff für die Kettensäge. Falls denn Bäume im Weg sind und so. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Sonst laufen wir dann wieder zurück. Und wir brauchen auf jeden Fall auch Futter von unterwegs. Also was zu essen. Weil wir haben nur drei Balken. Aber das macht gar nichts. Wir können ja allen anderen Lebewesen aus dem Weg gehen, die uns irgendwie in die Quere kommen sollten. Hier ist auf jeden Fall schon eine Blüte, die schon abgeerntet wurde. Ich habe gerade was gehört. Deswegen, ja, da oben ist da noch eine Blume dran, also eine Beere. Paleobeere. Das wäre natürlich nicht so unverkehrt. Sogar zwei. Krass. Das ist sehr gut. Da können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr mit arbeiten. Und dann schauen wir mal. Hier ist so ein riesengroßer Krater, glaube ich. Wenn ich das richtig gesehen habe oder auch nicht. Nee. Wir sollten nicht zu tief fallen. Hier hat was rot geschimmert. Ne, das war natürlich nicht das, was ich gesucht habe. Dann laufen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Das war ein Vogel. Da kommen wir jetzt nicht hoch. Nicht an dieser Stelle. Dann laufen wir einfach mal. Oh, hier ist eine Paleobeere. Sehr gut. Man könnte ja jetzt versuchen, ins Wasser zu springen, aber wenn der Versuch misslingt, dann ist auch doof. Deswegen gehen wir einen Umweg. So, genau. Dann gucken wir mal, ob am Fluss wieder Pilze gewachsen sind. Die Stinkpilze. Oh, da ist noch eine Schnecke. Die können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Eine grüne. So. Und zwar hier doch am Fluss immer diese Pilze. Kann natürlich auch sein, dass die auch nachwachsen. Das wäre natürlich gar nicht so verkehrt. Aber es sieht nicht so aus. Speckpilze.
auf jeden Fall einer. Ne, der ist auch nicht nachgewachsen. Hätte ja sein können. Den haben wir, glaube ich, als erstes eingesammelt. Da ist auch schon wieder so ein kleiner Alien, der uns Probleme machen könnte. Deswegen umgehen wir den erstmal, bis wir dann genügend Futter haben. Können es eigentlich schon mal reintun. Jetzt haben wir 5. Damit könnte man schon mal so ein Monster ausschalten. Es geht jetzt erstmal in erster Linie um... In die Richtung brauchen wir gar nicht mehr weitergehen. Da ist eine Giftwolke. Um Futter und... um Futter und um Schnecken. Da drüben ist ein Speckpilz. Kommen wir da überhaupt hin oder hoch? Ne, von der anderen Seite könnten wir runterspringen. Da ist auch noch Schwefel oder Kalizerium oder wie das heißt. Ich habe auch noch keine Fische gesehen, also so Haie oder sowas. Oder haiähnliche Biester. Nein, noch nicht. Wenn ihr irgendwas seht, an dem ich vorbeilaufe, sagt bitte Bescheid. Oha, hier ist einer. Da ist noch einer. Sehr schön. Nicht ein Leben verliert. Verloren. Sehr gut. Sehr gut, Bioschmied. Oh, was ist das hier? Schwefelvorkommen. Heftig. Das ist ja auch gar nicht so weit weg vom Hub. Guck mal. Das ist perfekt. Das ist sehr perfekt. Wo ist er? Da ist er. Auch kein Leben verloren. Voll gut. Ich werde immer besser. So, ich wollte aber... Hier ist ein Speckpilz auf jeden Fall. Den nehmen wir mit. Da sind auch nochmal 2 Speckpilze. Voll gut. Was ist das hier? Es dampft so komisch. Ach, ein Geysir ist das. Okay. Könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es auch Geysir-Kraftwerke gibt. Weil den habe ich vorher auch noch nicht gesehen. So, dann gucken wir hier oben nochmal. Hier war noch eine Paleobeere. 3 Stück. Vielleicht kommen wir... Hier unten war ein Speckpilz, ne? Ja, genau. So, jetzt ist ja unser Leben... Hier ist ja noch eine Paleobeere, lol. Okay. Da drüben ist auf jeden Fall eine Schnecke. Und hatte ich nicht von der anderen Seite einen Speckpilz gesehen? Ja, ne? Hier ist er doch. So, und warum habe ich dann die... Übersehen, die Schnecke. Sagt es mir. Da hinten sieht es auch so aus, als wenn das da runtergeht. Also hier hinten. Da sind auch noch Speckpilze, cool. Die gucken wir mal, dass wir da rankommen. Schön in der Luft. Hier ist auch noch ein Speckpilz. Den holen wir uns auch gleich noch. Hier ist noch eine Paleobeere. Da oben sind auch noch Speckpilze. Wollte ich jetzt nicht kein Grünzeug mitnehmen. Ich weiß auch gar nicht mehr, von wo ich gekommen bin. Von da aus, ne? Ja. So, dann müssen wir hier noch höher. Aber dann müssen wir, glaube ich, bauen, ne? Das ist auch nicht so schlimm. Dann machen wir das mal.
So. So, dass wir dann quasi eine Leiter bauen können. Dann nimmt man den Schwefel noch mit hier. Der regeneriert sich natürlich nicht. Deswegen nehmen wir den mit. Hier ist noch ein Speckpilz hier oben. Noch einer. Perfekt. Setzen wir ja ordentlich Speck an hier, wa? Da unten ist auch noch ein Speckpilz. Den holen wir uns auch noch. Genau, und dann gehen wir hier unten zurück. Das müsste ja eigentlich hinhauen jetzt. Oder geht es hier noch weiter rum? So, von hier aus sieht... Ach, hier drüben sind noch welche. Okay, aber ich laufe jetzt hier eben nochmal zurück. Und gucke, ob da irgendwas... Da noch irgendwas... Ne, hier sind wir, glaube ich, hergekommen. Genau. Und die nehmen wir wieder mit. Die brauchen wir hier nicht. Ne? Dann schwimmen wir mal darüber. Man kann nicht tauchen, okay? Also von hier aus nicht. Ach, da hinten sind wir gewesen. Dann sind wir dran vorbeigelaufen, okay? Ja, dann ist ja nicht so schlimm. Ich hoffe, die Kraftwerke reichen aus dafür. Da hinten. Ansonsten mache ich das im Offscreen dann fertig. Und zeige euch dann im nächsten Video... Hier unten ist auch noch ein Speckpilz, den holen wir uns auch eben nochmal schnell. Und nehmen dann hier nochmal eben das Kupfer mit. Ne, Sam-Erz sogar. Okay. Das war aber viel. Das war echt viel. Hier ist noch ein Speckpilz, das hatte ich jetzt nicht gesehen, aber gut, dass er hier steht, dann... Hier ist noch ein... Oh, das ist ein großer. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen was... naschen. Ja, das war's. Aber das holen wir uns auf jeden Fall wieder, was da rumliegt jetzt. Das ist echt viel an Speckpilzen. Zeigt er uns auch hier auf dem Radar oben unsere Kiste an, da wo unsere Kiste liegt. Müssen wir dann natürlich aufpassen, dass dass wir dem nicht wieder in die Arme laufen. Oder dann zumindest erstmal außer out of range gehen, so dass wir genügend Zeit haben, uns zu regenerieren durch die Speckpilze, die jetzt in der Kiste sind. Wenn wir gleich so ran und dann, ah, das ist geil, dass hier Schwefel ist. Ich weiß zwar nicht genau, wozu man... Oder, ne? Alles nehmen, jawohl. Gleich die Pilze in die Hand, gleich das in die Hand. Perfekt. So... Jetzt wollten wir darüber, ne? Wo ist denn hier der Übergang? Da ist der Übergang. Ich will gleich aus out of range von ihm. Oh, der hat dann natürlich hier schön in die Höhle rein.
Da ist nämlich auch gleich eine lila Schnecke. Ist der immer noch hinter mir, oder was? Alter. Kann er sich nicht mal verdünnisieren hier? Ich weiß nicht, ob ich ihn treffe. Das ist halt so das Ding. Ah ja. Eine Schnecke will ich auf jeden Fall haben. Der ist nicht ganz so, also er zieht nicht ganz so viel Leben ab wie der andere jetzt. Ich baue jetzt einfach. In der Hoffnung, dass er mich jetzt nicht sieht. So, jetzt haben wir ja, jetzt gehen wir erstmal hier lang. Könnte natürlich sein, dass hier auch noch einer rumtigert. Hier hinten ist, oh, hier ist nämlich auch noch eine Schnecke. Die habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, aber die kommt echt wie gerufen. Okay. Da hat mir jetzt irgendwer gefolgt gerade. Oder ist mir gefolgt? Katerium hat es. Sehr gut. Das brauchen wir auch. Ist er jetzt mir hinterhergelaufen oder was? Leer machen wollte ich die nicht gleich. Hier ist noch ein Speckpilz. Ist da noch einer oder was? Er schießt so komisch, ne? Hat sich fast so angehört, als wenn er jetzt. Jetzt sieht man natürlich wieder nichts, weil es jetzt auch noch dunkel wird. Nein! Gut, dann holen wir jetzt die Kiste zurück. Und dann werden wir uns wieder nach zu Hause begeben, genau. Ja. Nach Hause begeben. Wir haben ja da schöne viele Sachen eingesammelt, die wir auf jeden Fall dann auch verarbeiten können. Hoffentlich. Ich bezweifle eigentlich, dass ich da oben reinkomme.
Aber ich hoffe es natürlich, dass der Kamerad von da, von vorhin, dass er uns in Ruhe lässt. Hier ist das Schwefelstück. Ah, da ist er jetzt wieder. Da müssen wir jetzt irgendwie dran vorbei. Vielleicht sollten wir ihn erstmal anlocken. Ja, okay. So viel dazu. Der wird uns jetzt richtig fertig machen, glaube ich. Na los, komm, lauf. Und jetzt sind wir natürlich auch hier wieder in der Höhle, wo wir überhaupt gar nichts sehen. Und wenn wir Pech haben, kommt der andere Alien und ballert uns dann weg. Da oben ist er nämlich auch schon. Aber unsere Kiste müsste ja eigentlich hier irgendwo sein. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Speckpilz. Wo ist denn unsere Kiste hier? Ach du Scheiße, jetzt kommen auch noch die Viecher. Vor denen habe ich natürlich richtig Angst. Wo ist denn unsere Kiste hier? Die muss doch hier unten irgendwo sein. Wo ist die Kiste? Leute, da ist er. Und das war's mit uns. Gut. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal versuchen, die Kiste wieder zu kriegen. Ich war jetzt zu gierig. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da. Kostenloses Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss, euer Bioschmied.